Brief mit Briefmarke. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie, sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Tür war eh gerade in der Nähe. Sieht aus wie ein Schließfachschein. Der Brief könnte etwas mit Shauns Verschwinden zu tun haben. Ich muss ihn der Polizei zeigen. Jemand hat mir den Brief aus einem bestimmten Grund geschickt. Die Origami-Figur in meiner Hand nach dem Blackout. Es ist die gleiche, die der Mörder in die Hände der Opfer legt. Ich habe keine Ahnung von Origami. Ich bin der Origami-Killer. Die Morde passieren während meiner Blackouts. Ich bin es. Ich glaube, der hat Platzangst. Ich habe das Gefühl. Ja, der dreht er total ab. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Keine Zeit verlieren. Ich muss wissen, was sie. Schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Ei. Und ist kaputt. Jason! Komm die alle um hier. Dad! Jason! War doch hier. Dad! Warte, warte, warte.
Da ist er doch. Jason! Boah. Wo ist er? Dad! Alter! Kann man auch durchkommen, wenn man so Hallos hat. Oh, nicht schlecht. Wegschließfächer. Geschafft. Ich habe es durch die verdammte Menschenmenge geschafft. Reihe 18, Fach Nummer 3. Die Schließfachnummer. Sie steht auf dem Schein. 18. Die Schließfächer. Jetzt nur noch das Richtige finden. 16. Hier 18. Die Schließfächer. Jetzt nur noch das Richtige finden. 19. Hier ist 18. Drei. Mal da rein. Setzen wir hin. Dann gucken wir gleich da rein. So. Immer keine Bombe. Jedes Ding hat eine Nummer. Bei 1 an. Ding auseinander. Scheiße. Weicher Karte in das Handy rein.
Chuck. Sean! Wo bist du? Dad! Kalt! Dad! Dad! Hm. Da werden sie Chemie. Oh, dass keiner sieht. Auf zum ersten Rätsel. Und mit diesen Worten sage ich Ciao und wir sehen uns bei der nächsten Session.